Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute ein kleines, feines Buch mitgebracht. Es ist wirklich nicht dick, aber ich finde, es ist so großartig, so bezaubernd, so herzerwärmend. Es ist von Christoph Hein und es heißt Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Es ist in der Reihe Hansa erschienen bei DTV und Rotraud Susanne Berner hat ganz bezaubernde Bilder dazu gemalt. Und es sind ganz kurze Geschichten, die manchmal nur eine Seite lang sind, manchmal auch anderthalb oder zwei. Aber sie sind wirklich relativ kurz, eignen sich wunderbar zum Vorlesen und immer, immer wieder lesen, finde ich. Und ich lese euch jetzt mal ein paar kleine Stücke daraus vor, damit ihr mal so einen Einblick bekommt, wie wunderschön dieses Buch ist. Was ist wirklich wichtig im Leben? Das Wichtigste ist natürlich ein Freund, auf den man sich immer verlassen kann. Und eine Mutter, die, auch wenn sie nervt, für einen sorgt und uns tröstet. Eine Tante oder Oma, die immer Zeit zum Spielen hat, ist unverzichtbar. Und ein Haus oder Stofftier zum Kuscheln. Ein Fahrrad muss jeder besitzen. Christoph Hein weiß außerdem gute Gründe, warum Entdeckungen und Erfindungen besonders wichtig sind. Und warum eine gute Geschichte, Tränen und das Verliebtsein unser Glück perfekt machen. Und dann gibt es 20 kleine Geschichten und die fangen so an. Es ist lange her und begann mit einer dummen Geschichte, mit einer sehr dummen Geschichte. Ich musste ins Krankenhaus, aber nicht für 2-3 Tage, sondern für ewig lange, für 6 Wochen. Und ich sollte in ein Krankenhaus kommen, das sehr weit weg war. 1000 Kilometer oder so. Ich gehe nicht. Ich gehe keinesfalls dahin, sagte ich zu meiner Mutter. Es muss sein, mein Junge, sagte sie. Dr. Sivikov kann mir eine Spritze geben. Ich werde nichts sagen. Keinen Pieps. Ich werde nicht mal schreien. Das geht diesmal nicht. Wenn du gesund werden willst, musst du ins Krankenhaus. Ich will nicht für eine Ewigkeit in ein dämliches Krankenhaus. Aber meine Mutter schüttelte den Kopf und sagte, es ist keine Ewigkeit, es sind nur 6 Wochen. Die gehen schnell vorbei, ganz schnell, schneller als du denkst. Und wir besuchen dich, so oft es geht. Zu deinem Geburtstag bist du längst wieder daheim. Nein, 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 schrie ich will nicht. Es muss sein, mein Kleiner. Du kannst dir alles mitnehmen, was du brauchst. Du wirst dort nichts vermissen. Alles? Wirklich alles? Ja, versprochen. Gut, du hast es mir versprochen. Ich brauche dort nur mein Zimmer, mein ganzes Zimmer. Aber Junge, ein ganzes Zimmer kann man nicht transportieren. Es ist besser, wenn du dir jetzt genau überlegst, was du dort wirklich brauchst. Dann holst du dir einen der Koffer und packst alles ein. Alles, was du willst und brauchst. Ich werde deinen Koffer nicht kontrollieren, versprochen. Dann ging meine Mutter und ich in die Küche und ließ mich einfach allein. Ich schaute mich in meinem Zimmer um. Alles, was ich brauchte, durfte ich mitnehmen. Aber was von allem in meinem Zimmer brauchte ich denn nicht? Ich brauchte alles. Ich ging in den Keller, nahm einen Koffer heraus und schaute ihn mir an. Dann stellte ich ihn zurück und nahm den größten Koffer. Ich ging mit ihm in mein Zimmer zurück und fing an zu packen. Bist du fertig? Ist der Koffer gepackt? Fragte mich meine Mutter beim Abendessen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch nachdenken. Ich möchte schließlich nichts vergessen, was ich unbedingt brauche. Das ist sehr klug von dir. Das Wichtigste sollte man immer bei sich haben. Am nächsten Morgen besorgte ich mir die Kofferschlüssel und schloss den großen Koffer ab. Denn er war randvoll und keiner außer mir sollte sehen, was ich alles benötigte. Aus dem Keller holte ich einen zweiten Koffer. Am Montagmorgen sollten wir fahren. Am Abend zuvor erkundigten sich meine Eltern, ob ich alles gepackt hätte. Ich nickte grimmig. Wir gingen zusammen in mein Zimmer und dort standen 3 schwere große Koffer. Das ist alles? Fragte mein Vater nur. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, sagte ich. Hast du auch an Hemden, Hosen, Unterwäsche und Schuhe gedacht, an Kamm und Zahnbürste? Fragte er. Ich zuckte zusammen. Nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, dann kommt wohl noch ein vierter Koffer hinzu. Denn ich vermute, dass in die drei nichts mehr hineinpasst, sagte er. Die sind voll, sagte ich. Da musst du nicht nachschauen. Geht in Ordnung, Junge. Mein Vater hatte Mühe, die vier Koffer im Auto zu verstauen. Einer der Koffer musste auf dem Rücksitz angeschnallt werden. Brauchst du denn das wirklich alles? Ich fürchte, du hast viel zu viel eingepackt, sagte meine Mutter. Es ist gar nicht so viel, erwiderte ich, nur das Notwendigste. Ich fürchte vielmehr, dass ich etwas vergessen habe, etwas, das ich unbedingt brauche. Kein Problem, mein Junge, das bringen wir dir mit, wenn wir dich besuchen kommen. Um es gleich zu sagen, meine Mutter irrte in dieser Sache einmal gewaltig. Und einmal hatte sie recht. Und mir erging es genau so, aber genau umgekehrt. Denn erstens waren die 6 Wochen eine Ewigkeit und ich weiß gar nicht, wie ich sie überstanden habe. Und zweitens hatte ich viel zu viel mitgenommen. Zwei meiner drei großen Koffer habe ich in dem Krankenhaus nicht einmal aufgeschlossen. Sie standen die ganze Zeit hinter meinem Bett. Und ich musste mir dumme Sprüche von den Krankenschwestern anhören, die alle wissen wollten, was ich in den mit einem Schloss gesicherten Koffern für Schätze habe. Diese dumme Geschichte ist schon ein paar Jahre her. Aber seitdem habe ich ab und zu darüber nachgedacht, was man wirklich braucht, worauf keiner verzichten kann. Und für dich habe ich aufgeschrieben, was ich dabei herausgefunden habe. Es ist mehr, als du denkst und weniger, als man glaubt. Vielleicht hilft es dir und deiner Schwester, wenn ich euch das erzähle. Und dann kommen wunderschöne Geschichten von den Sachen, die man braucht. Ein Freund, eine Mama, eine Katze, Musik machen. Und das Allerschönste, Geschichten, die einem vorgelesen werden von Mama und Papa, von Oma und Opa, von Tanten und Onkeln, von der großen Schwester oder dem großen Bruder. Und die stehen alle hier drin. Und ich finde, das ist ein Buch, das braucht man. Wunderschöne Geschichten für alle von euch.